Ja, hallo liebe Nosy Rosies. Endlich mal wieder ein neues Video von mir am Montag, am Tag der Deutschen Einheit, an einem Feiertag. Ja, verlängertes Wochenende war ganz gut, weil ich krank bin. Jetzt hört das wahrscheinlich nicht mehr, Gott sei Dank. Ich hatte 39,2 irgendwas Fieber. Ich war richtig heiß. Jedenfalls war ich krank und bin ganz froh, dass ich jetzt einigermaßen so gesund bin, dass ich ein Video drehen kann, weil es hat langsam gereicht mit meinem geht leider nicht, mein Internet geht nicht, blablabla. Jetzt habe ich endlich Internet. Mein Nachbar hat mir das irgendwie, ich habe jetzt Internet. Und was ich super finde, mein Zimmer ist noch nicht ganz fertig, aber Nosy Rosy ist doch immer wichtiger. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe mich einigermaßen eingelebt, habe mich gefreut, dass ich jetzt bei meiner Freundin bin und bin ganz, ganz fleißig am Arbeiten. Ja, also dann weiter im Text. Ich wollte heute beim Themenfrei ein bisschen was erzählen. Also ich wollte ja, habe ja letztens mal erzählt, so ja, die Lesben-Szene interessiert mich ja jetzt mal, wie das so in München abgeht und so. Und ich habe da jetzt in den letzten paar Tagen und Stunden ein bisschen recherchiert. Für euch, meine Lieben, da draußen. Und habe echt coole Sachen erfahren, weil ich habe ja immer gedacht, so Berlin und Köln sind diese krassen Lesben und Schwulen Paradiese. Aber ich muss sagen, dass München echt am Aufholen ist und dass da echt was los ist. Was ich persönlich schade finde, dass hauptsächlich, also viel Programm ist für schwule Mitmenschen und eher weniger für lesbische, aber das kommt schon noch, sage ich euch. Ich war jetzt letztens auf einer lesbischen auf einer Party für Lesben. So, ich mache dann unten den Link hin. Der Club heißt Amazonas, also nicht der Club, aber die Veranstalter nennen sich Amazonas, glaube ich, und das ist dann jedes Mal in einer anderen Location. Und ich war da beim Wiesen Warm-up. Und war gar nicht so scheiße. Also war echt ganz nett. Münchner Preise halt. Was mich gewundert hat, dass es dort nur Bier gab oder Wasser. Vielleicht lag es an dem Wiesen-Warm-up, aber es gab halt irgendwie keine Cocktails oder weiß ich, irgendwas aus Reinhaut. Obwohl doch, es gab Jägermeister, aber der hat dann 3,50 gekostet, so ein Mini-Dings. Und ich aus dem Dorf bin das ja natürlich nicht gewohnt und hatte natürlich nicht so viel Geld dabei für. Also 3,50 hätte ich dann schon dabei, aber bringt mir ja nichts. Aber sonst war echt cool, also ich kann es jedem empfehlen. Und ich habe ja jetzt letztens gefragt, wer alles aus München kommt. Waren ja nicht viele, aber wenn ihr mal nach München, ich habe gefragt, wer aus München kommt, dann war ja keiner. Aber wenn ihr mal zu Besuch hier seid, macht es echt viel, weil, also die Geschichte hier ist auch super toll, was man sich anschauen kann, aber was jetzt so Veranstaltungen angeht für Homosexuelle ist echt super. Hier gibt es ein Viertel, das heißt das Glockenbachviertel. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ich glaube, das ist ganz schon bekannt. Also ich glaube, das kennt auch jeder. Mit ganz vielen Bars, Cafés, Restaurants. Also man richtig einsteigen will in die Szene. Ob schwul, lesbisch oder was weiß ich. Meine Freundin war auch letztens in einem Café dort und fand es total super. Weil man dann keine schiefen Blicke bekommt, wenn irgendwas ist. Weil das ist bei mir ganz anders. Also da, wo ich herkomme, ist es nicht so, dass dann mit dem Finger auf einen gezeigt wird, aber man guckt schon. Und das ist hier in München überhaupt gar nicht der Fall, ob es in der U-Bahn ist oder irgendwo oder auf der Wiesn, weiß ich. Ist anscheinend total normal, was ich super finde. Ist halt ein Teil von den Leuten hier. Also es gibt es auch am Oktoberfest einen Tag. Ich glaube, der Sonntag ist es, oder ja, was heißt, Rosa Wiesn heißt es dann. Ich habe es leider verpasst, ich war ja krank, ich armes Kind. Und finde ich einfach cool, dass halt auch bei diesen traditionellen Sachen wie die Wiesn, die ja jetzt gar nicht mehr so traditionell ist, aber dass es da immer noch Programm gibt und was ich am allerbesten finde, ist, dass es eine rosa Liste gibt, also die nennen sich so, die gehören zu den Grünen oder keine Ahnung, irgendwie so, und
haben so viele Stimmen bekommen, dass sie sozusagen irgendwo drin sind, dass sie mitbestimmen können in München. Und ich finde das, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie es in anderen Städten ist, aber das wäre, wo ich herkomme, gar nicht möglich, dass jemand homosexuell ist, überhaupt so viel, also dass eine homosexuelle Stimme so viel Gewicht bekommt, dass sie dann auch was verändern kann und was sagen kann. Von denen mache ich, kommt dann auch so ein Link drunter, die haben auch mit einem YouTube-Channel zusammengearbeitet und haben dann ein bisschen was berichtet vom CSD oder von ihren Errungenschaften und was weiß ich. Und das hat mich echt überrascht, dass die da so viele Stimmen bekommen haben, dass sie eben was sagen können oder dass sie mitbestimmen können. Und ich finde, das ist da schon super. Ja, also heute, also falls ihr Lust habt, das Video bis zum Ende anzuschauen, wäre ja mal eine Idee, seht ihr am Ende irgendwelche Bilder von mir, von meiner Freundin, also hauptsächlich von mir. Nee, Quatsch, also von München und von meinem ersten Wiesnbesuch und von meinem neuen Auto. Ich habe ein Auto gekauft. Nee, das ist nicht mein Auto, das war vom BMW-Museum. Ich habe einen Hai getroffen. Also ich habe einen echten Hai getroffen. Wir stehen auch nicht ganz, da war eine Frau drin. Aber war echt super. Also ich habe das ganze Touristenzeugs gemacht, Olympiaturm und alles Mögliche. Und ich kann es euch echt empfehlen. Besucht München als Lesbe, dann habt ihr echt euren Spaß. Und ich glaube, der CSD wird hier super. Ich freue mich schon. Kommt's alle. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der ist, aber kommt's alle. Es wird super. Und falls ihr Lust habt, am 29. Oktober ist wieder eine Amazonas-Party im NYC-Club oder so. New York City-Club, keine Ahnung. Soll bestimmt cool sein. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also, wenn ich Geld habe halt. Aber für Münchner Verhältnisse passt es eigentlich schon mit dem Eintrittspreis und ist viel geboten. Die Musik ist super. Ist nicht immer die gleiche Scheiße, wie es in anderen Clubs zum Beispiel gibt. Und ich hoffe, ihr besucht mich ganz schnell. Also besucht München ganz schnell und erzählt mir dann, wie es für euch war. Ich kann es nur empfehlen. Entschuldigung. Krank. Ja, also die ganzen Links, die ich euch, also von denen ich euch gerade erzählt habe, von der rosa Liste vom Dings, vom Amazonas, von dem Channel, mit dem die zusammenarbeiten, alles unten. Und dann sage ich mal, pfiat euch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch die Bilder mit anschauen. Gell? Also, tschüss. Bis nächsten Montag. Ich erinnere mich noch gut, ich war ein kleiner Bub. Da geht einmal der Lehrer auf meine Mutter zu. Sie sagt der Frau, sie, ich muss ihr noch was sagen. Ein Kreuz ist mit dem Bub, er ist so ungezogen. Er rennt nicht, schreibt nicht, malt keine Bilder. Passen's auf, das wird einmal ein ganzer Wilder. Die Mutter hat gewarnt, sie hat's ja nicht geklappt. Was soll ich sagen? Recht hat er gehabt, ich bin ein Haberfeld, Treiber, Raucher, Saufer und Vogel, wo die Weiber. Treib mich rum bei der Nacht, schlaf am Tag, mein ganzes Leben ist ein Haberfeld, Rock, ich bin ein Haberfeld, Treiber, Raucher, Saufer und Vogel, wo die Weiber.